Hey und wieden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier, heute mit einem optischen Leckerbissen. In diesem Paper wird nämlich das Bewegungsmuster mittels Laserlicht zum Schweben gebrachter Mikrotropfen beschrieben. Also unbedingt dranbleiben, gleich nach dem Intro schauen wir uns Highspeed-Aufnahmen an, die euch sicher begeistern werden. Nun, wie viele von euch wissen, hat Johannes Kepler schon im 17. Jahrhundert vermutet, dass der Strahlungsdruck der Sonne dafür verantwortlich ist, dass bei Kometen der Schwanz des Kometen von der Sonne wegzeigt. Light Propulsion gewann in den 70er Jahren dann immer mehr an Bedeutung, bis der Boom einsetzte, als Arthur Ashkin die optische Pinzette beschrieb. Was dann folgte, waren natürlich viele Abhandlungen über diese Entdeckung, über dieses Prinzip. Komplett zu Recht. Was aber in den Hintergrund gerückt wurde, war dieses Paper, was er geschrieben hat. In diesem schon vor über 40 Jahren veröffentlichten Artikel stellte Ashkin nämlich fest, dass ein Laserstrahl zwei Tröpfchen von gleicher Größe zum Schweben bringen kann, bis sie nebeneinander schweben und sich kurz berühren, bevor sie verschmelzen. Damals haben ihm natürlich die Technologien dazu gefehlt, er forderte aber Forscher auf, seine Forschungsergebnisse weiterzuführen mit zukünftigen Technologien wie Hochgeschwindigkeitsfotografie etc. 2019 stehen wir hier und schauen in dieses Paper. Denn in diesem Paper wird nun erstmals die vollständige Bewegungsanalyse durchgeführt und da ist noch einiges mehr entdeckt worden. Und das mit diesem Aufbau gelungen. Schaut man sich hier den damaligen Versuchsaufbau an, vergleicht ihn mit dem heutigen Versuchsaufbau, da stellt man kaum einen Unterschied fest. Ein Laserstrahl trifft in beiden Fällen durch ein Bodenfenster W in eine luftgefüllte Aluminiumkammer C ein. Eine piezoelektrisch gestreute Düse N erzeugt hier oben eine Mischung aus 90 Volumensprozent destilliertem Wasser, 10 Volumensprozent Glycerin. Dieses Gemisch wird dann durch eine kleine Öffnung oben auf der Apparatur in einen Laserstrahlengang geleitet. Hier sehen wir zwei Tropfen im Strahlengang des Lasers. Durch Gravitationseinfluss fallen die beiden natürlich langsam zu Boden. Durch Verdampfung verlieren die Tropfen an Wassergehalt, übrig bleiben zwei Glycerintropfen mit einem Durchmesser von jeweils 29 Mikrometern. Und selbstverständlich gilt auch hier Newtonsche Mechanik ein Kräftegleichgewicht. Der Gravitationskraftanteil, der hydrodynamische Kraftanteil, gegeben durch den Stokes-Widerstand, der elektrostatische Wechselwirkungsanteil zwischen den beiden gleichgeladenen Tröpfchen, durch das Coulomb-Gesetz beschrieben und dementsprechend auch noch die optische Kraftkomponente. Diese vier Kraftkomponenten ergeben in Dynamiksimulationen dann folgendes Bewegungsmuster. Das erinnert schon stark an ein Jongliermuster. Also, was passiert da jetzt genau? Das schauen wir uns jetzt hiermit ein bisschen näher an. Ganz unten sehen wir die blaue Intensitätskurve der Laserlichtverteilung selbst. Schwarze Pfeile bezeichnen in diesen Diagrammen immer Schwerkraftkomponenten, rote und blaue Pfeile optische Kraftkomponenten. Ganz links oben fangen wir jetzt mal mit Partikel 1 an. Der wird von Partikel 2 hier unten in den Schatten gestellt, erlebt weniger Lichteinfall pro Flächenelement und fällt dementsprechend durch seine Gravitationskomponente nach unten. Teilchen 2 kann natürlich durch den Lichteinfluss steigen. Im nächsten Fall sehen wir Partikel 1 neben Partikel 2. Nun ist er nicht mehr in den Schatten gestellt, bekommt natürlich mehr Lichteinfluss. Die Gradientenkraft drückt dementsprechend Partikel 1 Richtung Mitte der Laserlinie. Partikel 2 steigt weiterhin an. Und jetzt kann der Prozess mit vertauschten Plätzen wiederholt werden und schon können wir dieses Jongliermuster wieder erkennen. Wie ich euch schon am Anfang versprochen habe, schauen wir uns jetzt an, dass das nicht nur in Simulationen funktioniert, sondern auch in diesem Aufbau. Und hier können wir den ganzen Effekt jetzt wirklich schön nachverfolgen. Nach dem Eintritt in den Laserstrahlengang sieht man gravitationsbedingt einen Einpendelvorgang bis zum unteren Bildrand. Dort treffen sich die beiden Tropfen und kommen in eine stabile Lage, wo dieser Prozess, den wir gerade vorher analysiert haben, begonnen wird. Das sehen wir jetzt hier schön. In dieser Lage beginnt jetzt genau das vom Modell vorhergesagte Jonglierverhalten mittels Laserlicht. Und wenn wir das mit den Simulationen vergleichen, sehen wir, dass die Forscher sehr gute Arbeit geleistet haben. Und das ist nicht nur eine Momentaufnahme. Die Wissenschaftler konnten das sogar bis eine halbe Stunde aufrechterhalten, dieses Bewegungsmuster. Das ist eine recht tolle Leistung. Anwendungsgebiete, da müsste ich jetzt ein bisschen länger überlegen, unter uns gesagt. Glaube ich, dass es viel wichtiger ist, dass dieses 40 Jahre alte Projekt nun endgültig abgeschlossen ist, dass wir schöne Aufnahmen hatten, die wir uns ein bisschen näher anschauen konnten und wieder möglicherweise sogar etwas Neues gelernt haben. Falls es so ist, dann gebt uns doch einfach einen Daumen hoch auf das Video, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei. Wie immer, ein Subscribe, der tut nicht weh, der hilft dem Kanal ein bisschen größere Aufmerksamkeit zu finden und im Endeffekt, ob es glaubt oder nicht, freut es mich ein bisschen. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, stay